So, dann packe ich mir jetzt meinen restlichen Lava-Scheiß da oben rein und... Cool! Was läuft denn hier schon wieder rum? Das nervt. So, jetzt geht's bei mir auch los. Okay. Also, ich brauche Aluminium, Copper, Eisen? Habe ich kein Eisen mehr? Oh Gott. Ja. Ja. Nein, habe ich nicht. Okay. Ich glaube, ich mache mir jetzt als nächstes mal ein Backpack. Wenn du es kannst, klar. Ja. So, wie war das jetzt? Weil ich brauche Strings. Okay, das sind 1, 2, 3, 4, 5. Was? 6. Und 1, 2. Machen wir mal so. Oh, dann kriegen wir das hin. Okay. Dann habe ich erstmal genug von dem Aluminium Brass. Dann machen wir. Jetzt brauche ich die Scheißdinger auf. Oh Gott, echt. Nein, die brauche ich jetzt nicht. Ich brauche das, den Eimer, den lassen wir hier. Ja, den Eimer musst du jetzt echt immer wegtun, ne? Den darfst du ja nicht verlieren, ne? Sonst hast du schon wieder Arschkarte. Oder? Ja. Ja, ist doch so. Hast du gleich wieder Arschkarte. Wunderbar. Oh, ich glaube, was ich mir machen werde, ist... nee, das ist jetzt ein bisschen zu viel gewesen. Scheiße. Moment, wie war denn das? War das so? Keine Ahnung. War das so? War das so? Und dann... So? Oder so? Ah, okay. Zack. Okay, dann kann ich nämlich den ganzen Dreck hier mal wegtun. Und zwar tue ich das... Wo tue ich das denn hin? Wo tue ich das hin? Warum tue ich es nicht zum Beispiel hier hin? So. Kann ich die da schon mal alle reinpacken? Peng. So, alles klar. Damit ich hier Platz kriege. So. Oh mein Gott. Ernsthaft? So. Okay. Oh Gott, der hackt schon wieder was aus. Als nächstes geht er dann in Nesa. 30 Wisser killern. Killen. Ja, killern. Killi, killi, killi. Genau. Okay, was kann ich da aus? Spiel. Hängt's wieder? Ich. Schließt sich einfach. Oh, abgestürzt. Was auch sonst? Kann passieren. Hast du irgendwas vielleicht gerade überlastet? Sozusagen. Moment. Ist immer möglich, kann alles passieren. So. Okay, was ich brauche, ist ja auch noch ganz dringend, und das mache ich am besten wahrscheinlich hier. So, okay. Okay, so. Was? Na super, danke. Okay, das passt dann. Ich muss jetzt auch irgendwie langsam, aber sicher mal an Nahrungsmittel kommen.
Na wunderbar. So, meine ersten zwei Barrels. Weißt du auch nicht, mit anzufangen, ne? Das sind Massenspeicher. Barrels. Das ist ganz praktisch, wenn man große Mengen speichern will von etwas. So, dann demnächst brauche ich... Ah, das wollte ich ja noch mal wissen. Die Traw. Wie war das mit den Trawen? Okay. Jetzt habe ich sie angeschaltet. Ach, keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber sie sind an. Nee, sie sind nicht an. Ich kann das Rezept mir angucken, aber ich kann sie nicht craften. Schätze ich mal. Okay, daraus kriege ich also Quecksilber. Alles klar. Gut. Was? Quecksilber? Ja. Na super. 1, 2, 3, 4. Hat eine... Na super. Das ist ja viel zu wenig. Oh, noch mehr. Fuck. Wie viel? 4, 6. Ja, ich glaube 6. So, mal schauen, ob das funktioniert, ja. Ich glaube es ja nicht. Doch. Okay. Das solltest du auch tun. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt gemacht habe, beziehungsweise ob ich da jetzt irgendwas gemacht habe, was so nicht gedacht war. Das kann ich jetzt nicht sagen. Es gibt ein Mod hier drin, der ist zum Teil aktiviert, aber interessanterweise nicht alles. Na? Okay. So, und ich habe das aber jetzt wohl doch aktiviert. Ah, okay, alles klar. Ich weiß wie. Okay, pass auf. Geh mal in dein... Also mach mal mit E das Menü ja. auf. Ups, halt, das war falsch. So, einfach nur mit E auf, genau. So. Ja. Habe ich schon wieder den Enderman vor der Haustür. Ich drehe den mal durch. Dann klickst du unten auf Option. Nee, Moment, nicht auf Option. Oben auf Items Subsets. Ja. Und dann siehst du, Gott, siehst du, wenn, das muss die Maus drüber lassen, siehst du auf der linken Seite so ein Ding, was da aufgeht, so ein Menü, und da ist ganz unten ja. Mod. So, und mit der Maus auf Mod gehen, Maus drauf halten und jetzt auf der rechten, die Maus rechts rüberziehen und dann nach unten sozusagen scrollen. Also einfach dein Mausrad drehen, bis du kommst zu Storage Drawers. Also S. Ja. So, das ist so gräulich hinterlegt wahrscheinlich bei dir. Ja. Genau. Also dieser Oberbegriff Storage Drawers ist so gräulich, dunkelgrau hinterlegt, richtig? Oder, also oder? Der Oberbegriff ist hell, alles drunter ist grau. Okay, macht nichts. Dann klick da mal mit rechts drauf. Dann wird das ganz grau. Und jetzt klick nochmal mit links drauf. Ja, jetzt ist es wieder hell. Okay. Und jetzt mach mal Folgendes. Jetzt gib mal unten in der Liste, also in diesem, wo du was eingeben kannst, gib da mal bitte Drawer ein. Also D-R-A-W-E-R. Ja. So, kriegst du da jetzt eine Menge angezeigt, die Sachen aussehen wie Kisten, oder nur so zwei Reihen? Das sind vier Reihen. 1, 2, 3, 4. Okay, du hast wahrscheinlich eine andere Auflösung bei dir. Aber es ist eine Menge. Also es sind so Kisten, so in verschiedenen Farben. Hm? Ja. Die kriegst du alle angezeigt. Ja. Gut, okay, das ist wichtig. Alles klar, dann ist in Ordnung. Dann war's das. Gut. Das sind Kisten, richtige Kisten. Und die haben einen Vorteil gegenüber einer normalen Kiste. Du kannst da drin Sachen sortieren. Ja? Also die gibt es als einzelne Kiste. Dann kannst du eine Sache reintun. Dann gibt es die mit zwei Schubfächern. Dann kannst du zwei verschiedene Dinge reintun. Und mit vier Schubfächern, dann kannst du vier verschiedene Sachen drauf machen. Und du siehst, wenn du mit der Maus drüber gehst, dann sagt er, dann holds 8 stacks per draw. Ja?
So, und ja. Da gibt es aber Erweiterungen für. Das sind unten diese komischen Dinger, wo so Pfeile oben dran sind. Das sind die Erweiterungen dafür. Und dann kannst du diese Dinger in eine riesige Box verwandeln, wo du enorm viel Items reinkriegst. Also quasi immer vom selben Typ zwar, ne? Aber du kannst die enorm füllen. Vorteil ist auch, du siehst, was drin ist. Von außen. Das wird dir dann angezeigt, was in der einzelnen Schublade sozusagen drin ist. Du musst also nicht mehr eine Kiste öffnen. Ja. Schwer zu erklären. Ich baue mal irgendwann welche hin, dann wirst du das sehen, wenn du vorbeikommst. Ich benutze die Dinger leidenschaftlich gerne, um zum Beispiel verschiedene Rohstoffe, hier Ores und was auch immer da drin, entsprechend einfach abzulegen. Man kann die auch einfach dann rausnehmen. Du musst einfach nur auf das Feld immer mit der linken Maustaste draufklicken, dann kommen immer einzelne raus oder ich glaube mit der Shift links und dann kommen quasi alle raus von einem Typ. Das ist ganz praktisch, das Ding. Und man kann das auch maschinell nachher verbinden, dass man das automatisch einsortieren kann und lauter solche Scherze. Da musst du nicht mehr sozusagen jede Kiste einzeln aufmachen. Das ist ganz praktisch. Genau. So, ich überlege gerade. Mein Timer steht bei 5 Stunden 32. Ja, ich wollte gerade auch sagen, dass ich jetzt, glaube ich, langsam mal Schluss mache. Genau, machen wir mal Schluss. Mach einfach, wenn du Bock hast, gehst du alleine rein, kannst ja machen, kannst du deinen Kram weiterbauen. Du kannst ja bei mir den Krempel benutzen, ne? Also den Ofen oder was auch immer, wenn du halt was brauchst und so, kannst du ja ruhig benutzen. Viel habe ich eh noch nicht, von daher ist nur der Ofen und die Smelterie bei mir, mehr ist es nicht. Und ansonsten sprechen wir dann einfach nochmal kurz, wenn wir dann wieder zusammen was machen. Ja. Okay. Gut. Jo, dann, was mache ich jetzt noch eben? Ja, genau, ich mache hier nochmal schnell eine kleine Verabschiedung von meinem Ding hier. So, genau, okay. Gut, okay, lange Session jetzt gemacht, fast 6 Stunden voll, wird wahrscheinlich nicht alles so rausgehen, sondern in geschnittener Form. Weil viel Leerstellen dabei waren, wo ein bisschen gequasselt wurde, etc. und so und noch ein paar Probleme gelöst wurden. Das brauchen wir nicht im Let's Play zu zeigen, deswegen schneide ich das dann entsprechend raus, sofern ich es auch alles wieder finde. Und ansonsten werden wir, das haben wir jetzt mal so beschlossen, das quasi als gemeinsames Projekt fortführen, aber jeder darf und soll eigentlich auch so seine eigenen Sachen machen, weil dafür das Modpack sehr gut geeignet ist, um entsprechend jeder seine eigenen Wünsche und Vorstellungen da zu verwirklichen. Und wie wir das dann letztendlich gemeinsam wieder irgendwo, weil wir einen gemeinsamen Weg finden oder irgendetwas, was uns wieder zusammenführt, das wird sich dann zeigen. Da gibt es mit Sicherheit das eine oder andere, gerade Endgegner und bestimmte Zwischenbosse etc. Blablabla, das wird man dann zusammen machen. Oder man wird sich auch gegenseitig helfen. So, das heißt, es wird Einzelaufnahmen geben von Peter oder auch von mir. Und es wird gemeinsame Aufnahmen geben. Wie wir das machen, das gucken wir dann immer so nach Bedarf und entscheiden wir dann auch ganz spontan. Ja, okay, das war's eigentlich von mir. Von mir denke ich auch. Ja. Und dann, genau. Dann verabschiede ich mich jetzt erstmal oder wir verabschieden uns jetzt erstmal für die erste sehr lange Session. Die stellenweise ein bisschen holprig war, das tut uns leid. Wir sind auch recht neu. Wir haben ja auch diese entsprechend etwas härtere Variante genommen, was ein bisschen, muss man halt dann auch erst lernen. So, aber ich verspreche, dass es in den nächsten Folgen mit Sicherheit wesentlich schneller vorangeht und auch ein bisschen mehr zu zeigen ist. So, gut, dann verabschieden wir uns und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.